Hey ADHS-Athleten, heute erfährst du, warum Weihnachten für Menschen mit ADHS oft zu stressig ist und wie du dieses Jahr garantiert entspannter durch die Zeit gehen kannst. Und ich schaue gerade aus dem Fenster und auf den Dächern liegt überall schon Schnee. Es ist sehr weihnachtlich und deswegen habe ich mir gedacht, passt diese Folge heute perfekt. Doch bevor das Video losgeht, empfehle ich dir, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sodass du sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video draußen ist. Und zuerst schauen wir uns mal an, warum Weihnachten oft so anstrengend sein kann. Und du kannst mir gerne in den Kommentaren verraten, ob du Weihnachten stressig findest oder nicht. Und ich kann dir versichern, Weihnachten ist nicht nur für uns Menschen mit ADHS eine stressige Zeit, sondern es geht sehr vielen Menschen so. Und gleichzeitig ist Weihnachten besonders stressig für uns ADHS-Athleten. Denn rund um Weihnachten treffen zwei Faktoren aufeinander, die dann den meist eh schon vorhandenen Alltagsstress von uns verstärken. Und es ist erstens die ADHS-Konstitution an sich. Wir ADHS-Athleten sind besonders reizoffen, sensibel und emotional. Das heißt, wir nehmen viel mehr äußere Reize auf als andere Menschen um uns herum und wir spüren viel mehr die Gefühle, Botschaften unseres Umfelds. Und äußere Reize sind in der Weihnachtszeit natürlich massiv vermehrt. Überall blinkende Lichter, Gerüche, Musik, Glitzer und Glimmer, Menschen, Geschenke, Dinge, Angebote und so weiter. Und ich kenne das selbst von mir. Wenn ich zum Beispiel konzentriert an etwas arbeiten will, dann lenkt mich schon eine Nachricht auf meinem Handy komplett ab. Und unser Umfeld ist insgesamt einfach hektischer, gestresster, angespannter. Du kennst es sicherlich von dir. Und diese Spannung nehmen wir eben leider unbewusst mit auf. Und der zweite Grund ist die Situation. Rund um Weihnachten kommt einfach einiges zusammen, was im Alltagsleben an sich schon stressig ist. Zahlreiche Termine für die ganzen Weihnachtsfeiern, Besorgungen, die passenden Geschenke finden, dann auch noch rechtzeitig besorgen. Die Erwartungen, alles muss friedlich sein, es muss ausgeglichen sein, die Familie soll zusammenkommen, man muss die passenden Geschenke haben, man will Geschenke bekommen, das Haus muss sauber sein, das Essen muss lecker sein und so weiter. Und womöglich die Unruhe deiner Kinder, die sind dann aufgeregt, emotional sensibler als sonst und so weiter. Um diesen Stress zu vermeiden, habe ich heute drei Impulse für dich mitgebracht. Und vielleicht denkst du dir jetzt, man kann die Situation nicht bewusst ändern. Und das habe ich auch gedacht, weil ich eben die ADHS-Symptome ja nicht einfach wegzaubern kann. Doch dann habe ich einige Tricks entdeckt, mit denen man seine Erwartungen beeinflussen kann, die Geschenke einfacher besorgen kann und sich vor der Reizüberflutung schützen kann und wesentlich gelassener wird. Und deshalb stelle ich dir nun die drei Impulse vor, mit denen es dir garantiert gelingen wird, Weihnachten für dich und deine Familie schöner, stressfreier und friedlicher gestalten zu können. Und der erste Impuls ist, werde den Perfektionismus los und mach das, was dir gut tut. Und ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, ich muss alles perfekt machen. Ich muss allen was schenken. Alle Geschenke müssen dann perfekt sein. Ich muss alle Termine wahrnehmen. Ich muss meine ganze Familie besuchen. Ich muss die ganze Zeit friedlich und perfekt sein. Ich muss immer in Kontakt bleiben, wenn andere mich fragen. Doch durch diese Einstellung habe ich es versucht, allen recht zu machen und am Ende konnte ich es keinem recht machen und war auch noch völlig überfordert. Deshalb will ich dich ermutigen, deinen Perfektionismus abzulegen, denn man kann niemals perfekt werden. Und wenn, man kann es eh niemals allen recht machen. Frag dich also diesmal, ob es wirklich nötig ist, bei jeder Familienfeier von Anfang an bis zur letzten Sekunde anwesend zu sein. Ob es wirklich nötig ist, allen das perfekte Geschenk zu besorgen. Oder entscheidest du selbst, was dir gut tut und wann du eine Pause benötigst. Ich habe zum Beispiel für mich bewusst entschieden, nicht auf jede Familienfeier zu gehen, weil mir das persönlich einfach zu viel Reize sind. Und das musst du einfach für dich herausfinden, wo bei dir eine Grenze ist, was dir zu viel ist und auch mal auf dich selbst hören, was dir wirklich gut tut. Und der zweite Impuls ist, wer nichts erwartet, wird nicht enttäuscht. Und wenn du bemerkst, dass du während der Weihnachtszeit vielleicht unrealistische Erwartungen an dich selbst hast, also alles perfekt machen möchtest, immer rechtzeitig und lecker kochen willst, den schönsten Baum Deutschland haben willst, dann ist es einfach manchmal sehr anstrengend, diese Erwartungen einhalten zu können. Überleg dir also, bei welchen Dingen du dir selbst manchmal im Weg stehst, mit dir selbst zu hart umgehst und hinterfrage diese dann bewusst. Aber es kann auch sein, dass du zu hohe Erwartungen an dein Umfeld hast. Das heißt, dass du forderst, dass alle plötzlich friedlich, harmonisch, ordentlich sein müssen. Dann kannst du dich bewusst fragen, ob du vielleicht auch hier deine Erwartungen herunterschrauben kannst. Oder erwartet dein Umfeld unmöglich viel? Dann überlege, ob du da wirklich mitmachen willst oder ob du dich dafür entscheidest, dir selbst deinen Freiraum zu gönnen. Und der dritte Impuls ist, sorge mehr für dich selbst. ADHS-Athleten haben so oft Sorge, was andere über sie denken könnten. Oder wir grübeln über die Probleme unserer Mitmenschen und sagen zu allem Ja, weil wir einfach sehr impulsiv sind. Doch dabei vergessen wir unsere eigenen Bedürfnisse. Wir sorgen nicht für uns selbst. Wie können wir also mehr für uns sorgen? Wir können uns zum Beispiel vor der Reizüberflutung schützen, indem wir zum richtigen Zeitpunkt einkaufen gehen oder die Geschenke einfach bestellen. Wir können uns vor dem Termindruck schützen. Wir können genau festlegen, welche Termine wirklich sinnvoll sind. Das erfordert natürlich etwas Mut, doch ich kann dir sagen, es lohnt sich. Genauso sieht es mit dem Erwartungsdruck aus. Wenn du heute Lust hast, zu Hause Netflix zu schauen, anstatt zur Weihnachtsfeier zu gehen, dann gönn dir das doch und mach die Pause ohne ein schlechtes Gewissen. Trau dich, zu deinen Grenzen zu stehen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann zeig es mit einer positiven Bewertung und abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und denke mal dran, ein Hyperfokus könnte alles verändern.